und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich möchte euch heute wunderschöne Boxen zeigen. Und zwar sind es solche, man nennt diese Box Facettenbox. Und ich habe hier embossed und einiges gestanzt. Und diese Boxen sind meine Team Swaps. Deswegen kommt dieses Video heute auch erst am Samstag, weil ich nämlich zu dem Zeitpunkt, wenn ihr dieses Video seht, in München auf dem Onstage bin. Und zwar ist das eine ganz große Veranstaltung von Stampin' Up. Da treffen sich ganz, ganz viele Demonstratoren und wer möchte, kann kleine Tauschprojekte austauschen. Und wir swappen, also das nennt sich dann swappen, und wir swappen eben auch in unserem Team und meine Teammädels bekommen diese tolle Box. Und wenn man da reinschaut, ist hier oben noch ein Button mit Bastelwerkstattbande, den kann man dann an die Bluse oder ans Oberteil klipsen und dann hat man ein kleines Zusammengehörigkeitsgefühl von meiner kleinen Bastelwerkstattbande. Und ja, hier innen drin ist dann auch noch ein bisschen was Süßes und ja, von den Farben her passt es natürlich sehr gut zu dieser Süßigkeit. Genau, und ich zeige euch heute, wie das funktioniert. Habe auch schon einiges hergerichtet, weil es doch ein bisschen ein aufwendigeres Projekt ist und habe hier noch zwei andere Designs. Einmal eher vielleicht für Männer. Man kann das auch weglassen, das hier oben. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Irgendwie fand ich es schön. Ohne das ist es noch sehr viel schlichter. Ist halt für einen Mann. Also da mit Glitzy und so habe ich mich nicht getraut. Aber also man sieht, die Box ist echt total cool. Und hier habe ich nochmal eine Version mit gestempelt am Rand. Und auch hier oben embossed mit Weiß dieses Mal. Und da habe ich diese Bordüre, die ich hier oben hingemacht habe, hier unten hingemacht. Es ist ein bisschen unpraktisch zum Öffnen, aber es funktioniert trotzdem. Genau. Das sind noch zwei weitere Ideen für diese Box. Aber wir legen jetzt mal los. Die Idee zu dem Video habe ich gesehen bei einer amerikanischen Demonstratorin. Ich blende euch den Namen auf jeden Fall ein. Und ich habe auch die Maße dieses Mal nicht verändert, weil es für mich jetzt super gepasst hat und der Button super reingepasst hat. Okay, und ich falze heute eben mit dem Simply Scott Falzbrett, aber ihr könnt natürlich auch mit eurem Papierschneider falzen, mit der hellen Klinge. Als erstes ganz wichtig ist, die kurze Seite oben anlegen. Und dann falze ich mir einmal bei 2,5 Inch. Und ich nehme jetzt von der Spitze die dünnere Spitze. Und dann falze ich nochmal bei 4,5 Inch. Das habe ich mir hier schon markiert. Mit diesem kleinen Teilchen hier oben könnt ihr euch das super markieren. Und bei 7,1 Inch. Dann lege ich mir diese schmalere Falz nach oben mit der langen Seite. Und falz jetzt ganz wichtig nur bis zur zweiten Falzlinienüberkreuzung. Also hier seht ihr die erste und hier ist die zweite. Und wir falzen wirklich nur bis zur zweiten. Und zwar einmal bei, ich muss wieder spicken, 2,5 Inch, dann bei 5 Inch, bei 7,5 Inch und bei 10 Inch. Und dann drehe ich mir das nochmal, dass jetzt eben diese breite Falz oben liegt. Und jetzt falzen wir auch wieder nur bis zum ersten, bis zur ersten Falzlinie. Und da muss ich jetzt falzen bei 1/4 Inch. Das ist wirklich ein ganz, ganz schmaler Streifen hier. Dann bei 2/3. Ich muss wieder zählen. Also muss mich echt konzentrieren mit Inch zum Arbeiten. Das mache ich sehr selten. Dann bei 5/1 Inch. Und bei 7/3 und als letztes noch bei 10/1. So sieht das Ganze dann aus. Jetzt drehe ich mir das nochmal so hin, dass diese schmale Falz oben ist. So, und jetzt müssen wir noch die Diagonalen falzen. Dazu nehme ich einfach ein Lineal und auch den gleichen Falzstift nochmal. Und ich lege mir einfach unter mein Papier einen Block oder ein paar Seiten und falze mir jetzt immer von den Ecken nach unten.
Ich zeige euch das am besten, weil das ist zum Erklären ein bisschen schwierig. Ich lege mir das Lineal ganz ordentlich an. Halt, mit der schmalen. Und falls mir jetzt zuerst mal die Eckpunkte immer zusammen. Und wenn ihr es auf so einer weicheren Unterlage macht, dann geht es leichter. Deswegen habe ich mir unten drunter einfach was gelegt. Jetzt haben wir hier diese Schrägen. Das sieht man, glaube ich, ganz gut in der Kamera, wenn sie den scharf stellt. Genau. Und jetzt müssen wir noch die andere Seite machen. Und zwar diese Verbindungen in diese Richtung. Und so kommen wir dann nämlich auf unsere Facettenbox. Und hier würde ich schon sehr genau arbeiten. Das macht schon Sinn. Okay, so sieht unser Papier jetzt aus. Und jetzt müssen wir uns das Ganze nur noch zuschneiden. Ich habe jetzt diese schmale Seite nach oben gelegt eben und schneide mir das Ganze jetzt so zu. Ich habe euch das jetzt mal hierher gelegt, dass ihr das besser sehen könnt. Und zwar hier unten ist der Boden, hier oben ist der Deckel, hier sind die zwei Innenlaschen und hier ist unser Mittelteil, unsere Facettenbox quasi. Und diese Anleitung habe ich euch verlinkt auf meiner Website www.babsis-bastelwerkstatt.de. Da gibt es einen Bereich für Anleitungen. Oder ihr klickt jetzt auf dieses weiße i da oben, da verlinke ich euch das auch gleich direkt dahin. Und da könnt ihr euch das selber ausdrucken, runterladen, ausdrucken. Und dann hat man vielleicht ein bisschen einen Anhaltspunkt, das ist ein bisschen einfacher. Dann starten wir jetzt mal mit Ausschneiden. Irgendwie stellt sich meine Kamera immer ein bisschen... stellt sich nicht so richtig scharf. Ich fange jetzt hier an mit dem Boden. Und was ich mache, ist, dass ich mir die Falzlinien wirklich rausschneide. Also ich schneide ein bisschen rechts davon und ein bisschen links davon. Weil ich finde, dann setzt sich der Boden nachher schöner zusammen. Dann schneide ich mir hier die ganze Ecke weg. Dann schneide ich mir diesen oberen Bereich weg. Achtung, hier das Dreieck, lass mal stehen. Dann schneide ich mir hier die Lasche ein. Also das ist quasi unser Deckel. Hier vorne schneide ich mir so ganz feine Spitzen weg, damit man das nachher besser verschließen kann. Und dann schneide ich mir einmal hier ungefähr auf der Mitte die komplette Länge entlang. Könnte man natürlich jetzt auch das Schneidebrett nehmen, aber so geht's auch. Und dann schneide ich mir auch hier oben diese mittlere Lasche noch raus. Und dann sind wir fertig. So sieht das Ganze dann aus. Die Reste, die könnt ihr euch gerne für die Deko aufheben. Also würde ich nicht wegschmeißen. Und wie gesagt, ihr habt auf jeden Fall das Muster, dass ihr das dann ganz einfach nachschneiden könnt. Was ich jetzt hier noch mache, ist, dass ich hier die Seite auch ein bisschen schräg anschneide. Das habe ich hier und hier auch schon gemacht. Genau. Und so sieht das Ganze dann aus. Genau, und als nächstes geht es an die Dekoration bzw. ans Embossen. Und dafür habe ich mir schon mal ausgestanzt aus den Stickmustern das zweitgrößte Viereck und aus dem Set, ich muss selber schauen, wie es heißt, herzlich bestickt, habe ich mir die Blüte und dieses Element ausgestanzt, also diese beiden Sachen. Und dann werden wir jetzt schon mal embossen. Hier habe ich schon angefangen mit embossen, dass es einfach schneller geht jetzt fürs Video, aber ich zeige euch natürlich genau, wie das funktioniert. Normalerweise, wenn wir embossen, nehme ich ja den Embossing Buddy, aber da wir jetzt so dunkles Papier haben, nehme ich den nicht, weil mir sonst so ein weißer Hintergrund ist.
Deswegen benutze ich jetzt den Embossing Buddy nur für mein helleres Etikett. Und fahre mir über die Stelle, wo ich gleich embossen möchte. Das ist einfach dazu da, dass keine Fingerabdrücke auf dem Papier sind und dass man dann schöner die Stempelabdrücke bekommt. Dann brauchen wir die Versamark-Tinte und die Stempel. Ich habe jetzt einmal für dich und einmal den Blumenstempel. Die beiden Stempel, die ich verwende, sind einmal aus dem Set doppelt gemoppelt. Das ist hier oben der Blumenstempel. Ich finde, der passt perfekt zu dieser Blüte, die ich mir ausgestanzt habe. Und für dich ist aus dem Stempelset mit Liebe zum Detail. Genau, und dann stempel ich jetzt mal los. Das für dich kommt auf das obere Etikett. Und die Blüte kommt hier quer verteilt über mein ganzes, über diese Facetten, den Facettenbereich. Und als kleinen Tipp, ich habe in der Mitte angefangen mit der Blüte, mir die zu positionieren und drehe mir dann die Blüte immer verschieden seitig hin und drehe mir das die ganze Zeit, damit ich dann hier nicht immer die gleiche Form habe von der Blüte. Und das macht sich ganz gut. Und man kann ruhig auch mal übereinander gehen, über die Falzkanten oder auch mal zwei Blumen auf einen Bereich machen. Okay, und dann habe ich noch diese Blütenelemente nur zur Hälfte embossed, dass das ein bisschen Gold schimmert und der Rest in dem Espresso bleibt. Und dafür nehme ich mir die Blüte und tunke die mir nur ein bisschen so auf das Versamark drauf. Und dann kann ich das Ganze mit meinem Goldpulver bestreuen. Also hier gehe ich einfach so rein, klopfe mir das ein bisschen ab. Und beim Rest löffel ich mir das einfach so drüber. Und ihr seht schon, ich habe jetzt hier relativ viele Bereiche, wo noch Pulver hängen bleibt. Und das mache ich mir einfach mit einem Pinsel weg. Das liegt halt daran, dass ich vorher nicht mit dem Embossing Buddy drüber gehen konnte. Aber es geht auch ohne. Ihr seht es, man kann das natürlich auch mit dem Pinsel machen. Und auf dieser einen Lasche habe ich jetzt gar nicht drauf gestempelt, weil das wird unsere Klebelasche, die sieht man nachher gar nicht mehr. Okay, und jetzt werde ich das Ganze erhitzen mit dem Erhitzungstool und dann seht ihr, was da draus entsteht. Vorsicht, da kann man sich ganz schnell die Finger verbrennen. Also für die kleineren Elemente benutze ich die Pinzette. Und mein anderes Blütenelement, das habe ich schon fertig gemacht. Nicht, dass ihr euch wundert, das braucht man natürlich auch. Schaut total super aus, oder? Ich finde, das macht sich richtig gut mit der Farbe. Und jetzt falze ich mir erstmal die diagonalen Linien nach und dann auch den ganzen Rest. Ich fand, es war am einfachsten, wenn ich mit den Diagonalen anfange. Aber eigentlich ist die Reihenfolge egal. Ja, und jetzt ist unsere Box schon fast fertig. Jetzt nehme ich mir noch das Abreißklebeband und klebe mir das auf meine Klebelasche hier an der Seite. Ziehe mir dann noch die Schutzfolie ab. So. Und klebe es mir dann hier unter meine andere Seite zusammen. Und jetzt erkennt man schon ziemlich gut, wie die Box aussehen wird. Also das ist hier der Deckel. Und ich achte jetzt darauf, dass hier mein Deckel ist, dass ich eine von den beiden unterliegenden als letztes als Boden hinklebe. Das heißt, ich drehe mir das jetzt so rüber und fange hier an, einfach mir mit dem Flüssigkleber meinen Boden zusammenzukleben.
Und diese eine Lasche ist eben die letzte. Und die liegt eben hier. Eine von den beiden sollte eben die letzte sein. Und dann drücke ich mir das noch ein bisschen fest. Ja, und dann schaut das schon ziemlich gut aus. Wir probieren es jetzt mal aus, ob sie sich schließen lässt. Tut sie. Und die Grundbox ist schon fertig. Ich finde die ist wirklich total schön. Mal was ganz anderes. Toll. Okay, und jetzt klebe ich mir meine Elemente auf. Hier habe ich mir schon einen Klebepunkt unten reingemacht. Und meine Blüte klebe ich mir auch auf. Ich habe hier noch so ganz kleine Klebepads von dem Projektset Alles, was Freude macht. Da habe ich euch ein Video aufgenommen, das kann ich euch mal rechts oben verlinken. Ich finde das ganz praktisch, aber ihr könnt natürlich auch die Glue Dots nehmen. Die klebe ich mir einfach an zwei Stellen hinten drauf und versuche das so zu kleben, dass man das nachher nicht sieht. Genau, dann wird das hier so draufgeklebt. Und auf die Rückseite kommen Dimensionals. Da bin ich ziemlich großzügig, weil ich möchte, dass das wirklich schön gleichmäßig absteht. Deswegen kommen hier wirklich 5 Stück drauf. Und das Ganze wird dann hier auf unseren Deckel noch aufgeklebt. Versuchen möglichst mittig das Ganze zu setzen. Genau. So. Und jetzt ist die Box im Prinzip schon fertig. Was ich jetzt eben noch gemacht habe, ist dieser Button in den Deckel. Dazu habe ich mir einfach nur das Etikett nach Maß ausgestanzt. Habe mir hinten 2 Dimensionals aufgeklebt. Und habe mir das dann relativ mittig, bisschen nach unten, auf mein Deckelinneres geklebt. Und da kann ich jetzt einfach den Button ganz locker hinten einhängen. Ich weiß nicht, ob man das sieht im Video, so hängt er dann da einfach dran. Ich habe zuerst mit Magneten rumgespielt und rumgearbeitet, aber ich fand, das war eigentlich die bessere Lösung. Das kann man jetzt super schnell wegmachen, aber man muss nicht irgendwie ins Papier reinstupsen oder so. Und deswegen, ich fand das perfekt und deswegen einfach, aber wirklich effektiv. Okay, ja, Wahnsinn. Also jetzt sind wir schon fertig mit der Box. Ich hoffe, meinen Mädels gefällt's und ich hoffe, euch gefällt's auch. Ich finde die Box wirklich schön, die Farbkombi ist super. Und ja, wie gesagt, ihr könnt die eben auch in anderen Varianten machen. Ich lege euch jetzt mal alle ins Bild, die ich hier so habe. Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann abonniert einfach meinen Kanal und ihr werdet immer kostenlos informiert, wenn ihr diese Glocke anklickt, wenn ich ein neues Video hochlade. Also, wunderschöne Box, viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal. Tschüss!